Also heute ist der 24. So. Ja, ich möchte fortfahren. Das können wir eigentlich... Okay. Wir fangen jetzt an. Das tut so böse weh, ne? Mann, Junge. Nochmal. Das tut weh. Aber wir können Sekunde machen. Und... wir machen die Verteilung mal hoch. Du blöde Sau! Ey, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Okay. Ja, dann gucken wir uns nicht. Das sah nicht schlecht aus. Wir machen mal Autokampf. Ja, mach ruhig weiter sein. Wir hätten jetzt zum Beispiel keinen Mana mehr. Okay. Aber das schaffen wir locker. Also das schaffen wir. So, hier. Ich habe übrigens letztens... also ich habe schon etwas längerer Zeit diese Spielereihe, also das Spiel mir mal angeschaut, weil mir das Cover so gut gefiel. Und zwar Woman's Saga. Das ist so ein etwas älteres Franchise von Square Enix, was eigentlich nur in Japan bekannt war. Und da habe ich... Entschuldigung. Da habe ich letztens die Demo gespielt. Es gibt eine auf Steam für das Neueste dann, was bald rauskommt. Und ich muss sagen, das Kampfsystem ist ja so ein bisschen so oldschool wie hier, ne? Aber es hat Spaß gemacht. Also man lernt neue Skills, indem man die Fähigkeit benutzt. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt hier Mahama immer wieder benutze, dann habe ich eine Chance, dass es irgendwann proggt und dann kriege ich einen neuen Skill. Dann kriege ich halt Mahama plus 2 oder irgendeinen anderen Lichtangriff und so weiter. Und dieses System ist irgendwie cool. Dann habe ich mir mal so ein bisschen was angeschaut von denen und... pass mal. Und das war eigentlich echt nicht schlecht, muss ich sagen. Also es hat mir gefallen. Und ich werde mir auf jeden Fall das Spiel vorbestellen. Und da habe ich echt Bock drauf. Scheiße, sie ist schon weg, ey. Der macht einfach so viel Schaden. Aber egal. Oh, das ist doch unnormal. Wir müssen das anders machen. Wir müssen das anders machen. Das funktioniert so nicht. Das funktioniert so nicht. Also entweder... so, jetzt macht er... nee. Er macht's noch nicht. Ja, und also Woman's Saga...
Ich habe echt Lust, das auch noch zu spielen. Aber ich habe ja auch noch andere Projekte, die ich auch noch zocken möchte. Hatte ich ja schon öfters mal erwähnt. Aber ich habe die auch erstmal alles wirklich pausiert. Aber ich hätte wirklich Bock drauf. Ich mache einfach mal Autokampf. Angriff. Wäre so lustig, wenn er es jetzt schaffen würde. Im Automodus. Ja, er hat es immer geschafft. Nein, okay. Er ist doch zu stark. Also, meine Viecher sind zu schwach. Die sind zu schnell tot. Das bedeutet, ich muss die Verteidigung erhöhen. Oh, es regnet, schön. Und, also, Mormons Saga, das, was ich da gespielt hatte, dieses mit so einem Königreich und so weiter, das war schon irgendwie, das hat mich angesprochen, ich fand das cool. Also, es kommt Anfang Oktober raus und dann kommt Metanha ja auch noch raus, was von Atlus ist. Das sieht auch ziemlich geil aus, also das müsst ihr euch mal reinziehen. Metapher. Das ist Metapher, ich glaube ja, ich glaube es heißt Metapher. Da müsst ihr echt mal gucken, das sieht echt geil aus. Das hat auch den Look von Persona und Shin Megami Tensei. Also, schaut's euch mal an. So, was machen wir denn jetzt? Wie ist denn das? Das wäre vielleicht auch nochmal nicht schlecht zu wissen. Wenn wir jetzt einen Stein werfen. Ich probier's mal. Kann er die Steine ausweichen? Mach's mal hier den Angriff runter von dem Typen. Also wir schwächen hier erstmal. Mann! Und erhöhen unsere Verteidigung, beziehungsweise... Ja, okay, wir erhöhen erstmal unsere Verteidigung. Und probieren uns erstmal, würde ich mal sagen... Ach komm, wir probieren es einmal. Sehr gut. Machen noch weiter den Angriff runter. Ja, da habe ich echt Lust drauf. Ich hatte ja auch Lust auf Fire Emblem und so weiter, mal so richtig da rein zu pumpen. Alles, aber... Woher die Zeit nehmen, ehrlich gesagt. Und auch die Arbeit dahinter, das ist... Also für so ein Let's Play zum Beispiel mit so... Ich brauche, glaube ich, einen schnelleren PC. Also ich bräuchte, glaube ich, wirklich ein Upgrade langsam. Ich habe nochmal einen Stein. Ah, okay, er kann sie ausweichen. Frage geklärt. Okay, das brauche ich nicht nochmal machen. Probieren wir es mal. Scheiße. Okay. Gut. Du blöde Sau. Wir machen jetzt... Das müsste ja eigentlich jetzt... Okay. Okay. Ich hab's verstanden. Das war total sinnlos, das zu machen. Ich verstehe schon. Ah, ich hätte nicht heilen sollen. Das war doof. Autokampf. Wobei geht das so? Nee. Das ist jetzt doof, dass die so nicht treffen. Ja, aber irgendwie, also so Let's Play-mäßig, da habe ich schon Bock auf so manche Projekte, aber ja, keine Zeit, kommt irgendwas dazwischen, es ist viel Arbeit. Aber ich muss echt mal den PC upgraden. Er ist auch ein paar Jährchen alt. Aber dann darf ich mir aber zu Hause was anhören. Oh. Warum kaufst du schon wieder einen neuen PC? Kommt bestimmt schon wieder.
wird dann gesagt und so weiter. Was machst du mit deinem alten PC? Und dies und bla und blub und... Also die letzten Teile von meinem PC habe ich auch alle verschenkt. An irgendwelche Leute, die das brauchten. Aus der WoW-Community. So. Das hat ja letztes Mal ganz gut funktioniert. Aber wenn es jetzt nicht funktioniert, bin ich... Oh, warte mal, was ist das? Aha. Aha. Böse Sau. Passen. Heilen. Ganz wichtig. Nicht, dass du schon wieder angegriffen wirst. Siehst du, die wäre nämlich gestorben. Dadurch. Glaube ich zumindest. Ja doch. Los. Sehr schön. Ah, du müsstest eigentlich eine hohe Heilung nehmen. Also eigentlich müsstest du von Yoko was bekommen. Denkt man, wenn ich so Yoko sage, dann müsste ich sagen, denke ich immer an Yoko und Klaas, aber... Gut. Ich würde nochmal Rakunda nehmen, glaube ich. Nee, ich muss passen und heilen. Okay. Eieieiei. Er drückt aber auch Damage. Okay, jetzt können wir eigentlich uns mal ein bisschen reinhängen. Das war sehr gut. Ich krieg da richtig gut Schaden. Nee, das ist kein... Ich mach mal Rakunda. Eigentlich müsste ich Zionga machen, aber... Lass ich ja gerade nicht vermeiden. Dass wir ein bisschen Schaden machen können. Okay, das brauche ich noch nicht. Ja. Ich würde mal Angriff machen. Ein bisschen sparen. Ah, das könnte gefährlich werden. Da müssen wir uns absichern. Nehmen wir uns erstmal einen extra Zug. So, dann. Wir müssen uns absichern vor diesem Angriff. Deswegen. Nochmal Sekunde. Und unsere Verteidigung erhöhen. Wir müssen uns da echt absichern. Das ist sehr wichtig. So, dann sollten wir auf jeden Fall noch einen Mana-Stein hier geben. Und Yoko dann auch im nächsten. Sehr gut. Rakunda sollte er auf jeden Fall kriegen. Rakunda it is. So, sie wird wieder heilen. Wenn wir das halt so runterspielen, dann müsste es eigentlich ganz gut laufen. Wenn wir dann noch genug Mana haben für die ganzen Attacken. Sollte es eigentlich laufen. So, sie kann angreifen. Mit ihren 31 mächtigen Schaden. Oh, 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 oh. Dagegen können wir schon was machen. So, dagegen werden wir was tun. So, erstmal wieder hier schön seine Angriffe verringern.
Wunder muss gemacht werden. Da muss wieder hochgeheilt werden. Dann nochmal Tionga. Das ist nicht gut. Das ist auch nicht gut. Okay, wir müssen also auf jeden Fall deffen. Also. Moment. Wir sind einfach sowas von clever. Mach das. So, was machst du jetzt? Erstmal kriegst du Mana. Du machst Sekunde. Du machst es weiter. Oh nein, Rakunde hätte zu machen müssen. Ah, schade. Egal. Wirfst dir auch mal was rein. Du könntest den hier nehmen, genau. Ist zwar etwas übertrieben, aber blocken. Okay, eine mächtige Attacke hat er nicht gemacht. Das hätte ich jetzt erwartet, eigentlich ehrlich gesagt. Jetzt können wir wieder. Nee, die können nicht. Scheiße. Weil er hat noch Dings. Nee, hat er nicht. Stimmt. Egal. So. Da können wir nichts machen. Das heißt, Chakra drauf. So, Rakunde. Dann. Einmal wieder deffen. Und. Ja, den Zug kriege ich nicht mehr. Oh doch, den kriege ich noch. Dann machen wir mal runter. Da frage ich mich, ob die alten Scheusale nicht einfach gesagt hätten, du blockierst uns? Wir machen einfach allmächtige Attacken. Aber gut, das ist auch der erste Boss. Also der erste Scheuser. Weitere werden bestimmt folgen. Wunder. Media. Das ist halt immer schön. Reden können wir ja nicht mit ihm. So, jetzt haben wir keine Dinger mehr. Das heißt, wir können nur noch die Steine werfen bei ihm. So, da ist das. Er hat eigentlich noch ein bisschen. Das heißt, er könnte eigentlich Rakunda weitermachen. Und du könntest angreifen. Oh, Leute, er hat sogar gequittet. Ah, das ist nicht so gut. Das sollten wir annullieren. Obwohl. Vielleicht. Wir probieren es mal mit einem. Nehmen wir mal noch einen schweren. So, du kannst auch noch einen schweren reinschmeißen. So, dann. Das läuft noch alles. Angreifen? Fragezeichen. So, jetzt. Also er greift ja jetzt mit einem Dings an. Ja, wir machen nochmal. Du machst Deckung. Du machst auch Deckung. Okay. Ja,
Ich wollte das nur mal sicher gehen, ne? Falls da irgendwas passieren sollte. Elektrosplitter. Elektrosplitter. So, Marcio. Wobei wir sollten das nicht unterschätzen, ne? Wir sollten das wirklich nicht unterschätzen, den Gegner. Nicht, dass er uns doch noch platt macht, irgendwie. Also, weil es läuft nämlich ziemlich gut. Ein Maracuna noch und dann... Angriff. Wir hätten ja zum Beispiel auch die Befallung erhöhen können. Ah ne, wir können das nicht. Wir hätten auch das mit den XP machen können, aber wir können das ja nicht. Wir machen jetzt einfach den Crit an. An. Schlaganfall. So, das sollte dann jetzt eigentlich ausreichen. Marcio. Sehr gut. Ja, dafür haben wir jetzt nicht so viel Erfahrungspunkte bekommen, ist klar. Sie hat die Mana-Hilfe immer noch nicht bekommen. Feueratem. Ja, weiß ich nicht. Ich finde die Attacken eigentlich gar nicht so schlecht. Nee, lass mal. Well done. It would appear my power now rightfully belongs to you. Lest we forget that by defeating us, you will be granted the power of the fiends, the very power of death. Fiend, Matador. Status eliminated. What in the world was that? Not only did he carry a menorah as well, but he seemed rather intent on fighting us. Okay. So, jetzt haben wir die Mission ja eigentlich. Ging jedoch nicht ins Detail. Okay, vielleicht. Vielleicht erklärt sie uns das jetzt noch alles. Ja. So, ich wollte nur noch was nachlesen. Achso, hier. Chance auf Insta-Kill. Das ist krank eigentlich, ne? Dieser Schicksalsschlag. Pam. Ah, guck mal, er hat schon 35 Beweglichkeit, das ist krank. Also Stärke ist auch ziemlich hoch. Selbst die Magie ist eigentlich ziemlich hoch. Also so Scheusale sind wirklich sehr, sehr stark, muss ich sagen. Weil der lernt auch leider nichts mehr, ne? Das ist halt wirklich abgegessen mit ihm. Na egal, wir haben ihn, können ihn jetzt holen. Wir werden mal mit Sophia reden. Welcome to the world of shadows. Sagt sie nichts? Okay. Okay. Super. Ach, wir können uns sogar den Scheuser schon holen, theoretisch. Ich hatte ja gesagt, dass wir in diesem Let's Play
mehr Scheusale wieder benutzen wollen. Im letzten haben wir das ja gar nicht benutzt. Habe ich mich ja toi 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 dran gehalten. Und hier jetzt, ne, können wir mal uns mal ranwagen. Ach, guck mal, der lernt doch irgendwas. Achso, das war ja auch die Sense. Ach, Depp. Ist halt die Frage, was für sinnvolle Skills könnten die noch haben? Egal. Aber wir können uns den jetzt theoretisch holen. Das könnte noch eine Aufgabe sein für die nächste Folge. Was ich übrigens auch als Kommentar noch gelesen habe, ist, dass ich meinen Marker nicht so wegschmeißen soll. Und die einfach töten soll. Naja, aber manchmal willst du halt schnell weiter und dann kommt halt die Aktion. Deswegen. Und Marker ist ja eigentlich theoretisch machbar zu holen. So, was ich jetzt noch machen wollte, ist, ich wollte nochmal hier oben hin, und zwar zu der einen Essenz, weil das war ja, glaube ich, die dritte, wenn ich mich recht entsinne. Geh dann nochmal schnell hin, bevor wir jetzt hier die Folge beenden werden. Da müssen wir da hoch, ne? Also müssen wir hier. Nee, doch nicht. Nein. Hey, da oben waren wir noch nicht. Scheint. Oder lag der hier unten? Achso, das ist so vollkommen egal, wie ich da lang gehe, oder? Nee. Stimmt, da waren wir noch nicht. Oder wahrscheinlich schon, aber nicht in meiner Aufnahme. Über einen Rauchball freue ich mich. So. Das war hier. War denn die Kugel war hier unten, ne? Da wurde noch ein Kommentar geschrieben mit den Fenstern und so weiter. Ja, ihr habt recht, da muss ich auch drauf achten. Aber manchmal ist es halt so, dass man da wirklich vorbeiläuft und gar nicht kickt. Kann ich da ins Fenster rein? Kann ich da nicht ins Fenster rein? Wo ist das? Und so weiter und so weiter. Also es ist manchmal, es ist einfacher bei sowas zu achten, wenn man halt nicht noch nebenbei. Ja, das ist die typische YouTube-Ausrede. So nehmen. Okay, den habe ich hier schon. Ui. Naja. Das ist doch keine Au das ist eigentlich eine Au wirklich eine Ausrede, also kannst ja wirklich darauf achten. Da will ich jetzt so eigentlich nochmal darauf. Das schaffe ich nicht mehr in der Folge hier. Ich muss noch mal gucken, wie ich da hinkomme. Gerade im Moment weiß ich das nicht. Hier ist übrigens noch irgendwo so ein. Da oben. Naja, da werde ich mich noch drum kümmern. Also das sollte jetzt in einer gewissen Zeit kein Problem sein, da hochzukommen, beziehungsweise da lang zu kommen. Ups, naja, siehst du. Ist immer diese Ungeduld mit dem Speed. Jetzt. Das war Andras. Da ist es. Wie kommen wir? Wir könnten ja hier so. Und dann. Nee. Okay. Gut. Das sollte es erstmal wirklich gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. So wie immer natürlich. Oh. Ja, ich bin runtergefallen. Es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahmesession von Shin Megami Tensei 5 Vengeance. Tschüss!